In London ein Geschäft mieten in der Old Bond Street, da ist es am allerteuersten. Über 900 Euro pro Quadratmeter muss man hier berappen. Da ist Paris mit seiner Champs-Élysées ja fast schon ein Schnäppchen. Etwa 580 Euro pro Quadratmeter sind es hier. Auf Platz 10 mit 330 Euro in der Rangliste der Mithöchstpreise findet sich die Königstraße in Stuttgart. Schwer halten sich da Traditionsunternehmen wie zum Beispiel die Schlossparfümerie. Sie gehört der Familie Wolf und feiert dieses Jahr ihren 100. Geburtstag. Also hier sieht man den Raum, in dem wir uns jetzt momentan befinden. Damals noch als Make-up-Kosmetik-Separé. Und in Bezug auf die Tante kann man dann noch sagen, das war die damalige Besetzung, inklusive der Tante und ihrem Mann, die die Sache in der Kriegszeit aufgebaut hat und während der und nach dem Krieg noch weitergeführt hat bis in die 60er Jahre. Danach kam dann mein Vater, der bis heute noch im Unternehmen tätig ist. Genau das ist das Geheimnis. Die gesamte Familie arbeitet in der Parfümerie, die quasi das Wohnzimmer der Wolfs ist. Außerdem werden hier nur exklusive Düfte verkauft, die der Normalmensch eigentlich kaum kennt. Man muss schon sehr viel tun, um diese Sache zu erwirtschaften. Aber wir haben die Motivation dazu, das so weiterzumachen. Und wenn das, ich sag mal, mit Mainstream-Artikeln gelingt, warum soll das dann nicht auch mit einem besonderen Produkt gelingen? Und solange der Kunde den Service annimmt und beraten werden will, solange muss er eben in so ein Unternehmen kommen. Besonders gerne kaufen auch arabische Kunden in der Parfümerie ein, denn sogar eigene Duftkreationen der Parfümeur-Familie Wolf gibt es hier. Noch ein bisschen älter ist der Familienbetrieb Maute Benger auf der Königstraße. Dieses Jahr im Mai wird das Unternehmen 170 Jahre alt. Die Familie besitzt sogar ein großes Dessous-Archiv, zum Beispiel auch mit Badeanzügen aus den Jahren 1931 und 1920. Marioke Bräuning leitet das Unternehmen gemeinsam mit ihrer Schwester in der 6. Generation. Das Geschäft vermietet ihnen die Landesstiftung Baden-Württemberg. Für uns sind die Mietkosten mit einer der höchsten Kostenfaktoren natürlich im gesamten Unternehmen, die uns schon tief durchatmen lässt. Und wir kriegen natürlich auch mit, dass rechts und links die Mieten extrem steigen. Allerdings muss man auch natürlich sagen, die Landesstiftung als Vermieter ist natürlich auch an einem langfristigen Verhältnis interessiert. Und von dem her sind die nicht daran interessiert, jetzt vielleicht die letzten paar Prozent rauszuziehen, weil einfach die Regularien sind dort anders. Die möchten nicht alle 5 Jahre jemand Neuen dann mit dabei haben. 3 neue Einkaufszentren entstehen aktuell in Stuttgart. Auch das hat Marioke Bräuning im Hinterkopf. Dadurch werden sicher Kunden von der Königstraße abgeworben. Bleibt die Frage, ob dies dann Einfluss auf die extrem hohen Mieten hier haben wird.